Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit dem Road to Knife Unboxing. Was wollte ich schon sagen mit dem Gambeln, aber das kommt nachher weiter. Und zwar gibt es wieder 10 Kisten. Das wären 10 Operation Vanguard Kisten. Es sind schon... Keine Ahnung, also es sind ältere Kisten. So Kisten, was eigentlich momentan keiner aufmacht. Was eigentlich komplett ignoriert werden. Aber ich dachte ich mir, ja... Ich mach sie mal auf. Keine Ahnung. Nee, ich habe mir ehrlich gesagt... Nein, was habe ich dabei gedacht? Nichts. Ich wollte eigentlich nur eine Kiste aufmachen, die ich noch nicht hatte in meinen Episoden. Und da gibt es halt auch nicht mehr viel Auswahl. Also Hydra wäre noch da, aber das kostet mega viel Geld momentan. Das ist auch mega laut momentan. Oh, die P2000 wäre schon mal richtig sick gewesen. Jo, ich mach das anders. Wiedergabe. So, weiter geht's. So, wie war das jetzt? 1 vor P250, also von Redskin. Gut, wir haben einmal Purple. Mal schauen, ob wir die letzte Episode nochmal toppen. Vom Sachen ziehen oder von dem Wert, was ich da ziehe. Wird, also ist jetzt auch nicht allzu schwer, aber geben juckt es halt nicht so sehr. Der halt von mir ist auch ein bisschen mal Blue. Die hat da kein Problem damit. Und falls sich jetzt der ein oder andere wundert, boy, hattest du das Outfit jetzt nicht auch schon beim letzten Video an? Und ja, dann hast du gut aufgepasst. Und zwar nehme ich immer 3 Videos pro Tag auf. Nice, das ist schon die zweite Tabelle heute. Nur die, was ich vorhin bekommen habe, war etwas besser. Aber seht ihr ja, also das Video kommt ja Dienstag online und Sonntag war ja dann ein Gamble-Video. Und da war eine P250 eindeutig besser. Ich weiß zwar jetzt nicht, welche Condition es war, beziehungsweise was die so kostet. Nur StatFN toppt halt nichts. Weil dann hätten wir eigentlich schon den ersten Pink Skin. Einmal Purple. Das heißt, laut der Statistik nach würde jetzt noch 6-mal Blue kommen. Kommen. Hab dezenten Sprachfehler momentan, aber ja gut. Das sieht mal. Und da war gleich der Red zu Beginn. Ja, dies Battle geben und dies. Sieht so rostig aus. Ja, ist viel testet. Die P250 ist auch viel testet. Jetzt muss ich da mal. Ich weiß gar nicht, wie viele Episode das jetzt eigentlich ist. Aber für die Base. Ich glaube nämlich die 6. schon. Weiß ich jetzt nicht. Ich denke schon, dass es die 6. ist. So, dann hätten wir hier nochmal Purple. Die war früher einer meiner ersten Play-Skins. Die Basilisk. Ja. Und dann kommt sie gleich auch ein zweites Mal, die Basilisk. Wobei ich glaube, dass die eigentlich... Mal kurz gucken, was die nach... Also was die kostet. Ne, nicht contracten, ich will. Nur den Preis. Dauert ein wenig. Und sie kostet 1 Euro. Ist, ja, für einen Purple Skin eigentlich jetzt nicht so schlecht, dass ich jetzt 2 Mal hintereinander gezogen habe, ja gut. Ah, es kann schlechter laufen, aber auch besser. Nachdem ein Key 2,40 kostet, wäre mir das lieber, wenn es besser... Ist das jetzt die 3. Folge? Okay. Alle 3 jetzt viel testet. Okay. So, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt 4. Mal hintereinander kommt? Ich greife halt mal das Knife, vielleicht ändert das was. Okay. 1 vor der Basilisk.
Könnt mir auch wieder in die Kommentare schreiben, welche Kisten ich beim nächsten Mal aufhebeln soll. War ja auch schon am Überlegen, falls das Format 10 Episoden lang werden wird, ob ich dann nicht in der 10. vielleicht 10 Bravo-Kisten aufhebe, aber die sind schon teuer. Und jetzt kommt die Griffin. Das war jetzt, glaube ich, auch die letzte Kiste. Hätte eigentlich besser laufen können. Ich gucke jetzt noch kurz den Preis für die Griffin. Wieso klicke ich immer da drauf? Ich schätze mal, was war die Minimal? Doch, sie etwa. Na gut, die kostet 2 Euro. Hätte gesagt 1,50. Ja, im Großen und Ganzen war das jetzt eigentlich... Ja, ich weiß nicht, ich sage nichts mehr dazu. Also, Gamekisten, ich hatte da früher viel mehr Lack, seitdem ich das Format mache mit Road to Knife Unboxing, kommt da irgendwie kein Knife mehr. Das würdet ihr das wissen, so, nö, Alex, du bekommst jetzt kein Knife mehr, du hebelst das Kisten auf, bis du Schulden hast in solchen Höhen. Lasst mir den Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, hilft mir auch sehr viel. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, welche Kiste ich beim nächsten Mal aufheben soll. Und dann abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.